5-3, wählen wir mal. So, 8. 5. 3. Habe ich jetzt richtig gewählt? Habe ich richtig gewählt? 8, 5, 3, ah. Cool. Da ist eine Puppe. Ich hasse Puppen. Ich habe jetzt mit dem Wechsel in die Matrix gerechnet bei dem Telefon. Aus der Matrix. Kennst du den originalen Teil eigentlich, Secret? Mega geil. Voll cool. Entschuldigung. Ich finde das heiß. Okay. Das ist ja mal... Das will ich für zu Hause auch. Das ist ja noch besser als die Alexa. Alexa, geh bitte nicht an. Hab nichts gesagt. Obwohl das auch ein bisschen so unsicher ist, ne? Also ich würde es, wenn ich so hohe Decken hätte in der Wohnung, würde ich mir doch ein bisschen eine stabilere Treppe wünschen. In der Tat. Okay. Kann man hier wohl runterfallen? Ich möchte es nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. So, da ist das Telefon, aber... Ah, da ist abgeschlossen. Alles klar. Na, kannst du mal wieder darüber gehen? Dankeschön. Achso, du kennst es nicht. Okay. We solved nothing. It never has. It never will. Oh. Cool. Cool, cool, cool. Zu viele Zahlen. Drei, fünf, sieben, acht, vier? Ah, nee, wartet. Wisst ihr was? Hier, da hängt der Ölle. Der Ölle hängt da. Und die Tante mit dem Apfel. Und der Herr Kragenmensch. Der Ölle, der Apfel, der Kragenmensch. So, der Ölle ist die 3. Der Apfel ist die 5 und der Kragenmensch ist die 3 oder 5? Also 3, 5, ach 4. Ich bin auch blöd. Aber ich hab's eingesehen. 3, 5, 4. Wir machen 3, 5, 4. 3, 5 und die 4. So, wo schellt's jetzt? Seht ihr, das passiert nämlich, wenn du so hohe Deckenhöhen hast und da Bilder aufhängst. Ne? Also das ist, da kriegst du ganz schnell mal was auf den Kopf. Aber das ist neu, das ist echt gut gemacht. Kommen wir hier wirklich gar nicht rein? Haben wir einen Schlüssel übersehen? Ich muss einmal mal... Na, ich muss einmal kurz nochmal gucken. Nicht, dass wir... Aber wir haben alle Tapetenstücke. Eigentlich... Ne, hier ist auch kein Schlüssel mehr. Hier liegt auch nichts mehr. Auf den Bildern. Nein. 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 Gut. Dann kommt man da wohl nicht rein.
Dann lassen wir das auch. Kannst du... So. Und ich sag mal, hier darfst du auch... Also, es ist ja quasi... Entschuldigung. Es ist ja quasi auch für etwas schlankere Leute gemacht, ne? Also, das Haus verhindert, wenn du jetzt zum Telefon möchtest, beispielsweise, verhindert ja auch, dass du zu sehr zunimmst, weil du dann nach unten krachst. Also, weil das dann alles nicht mehr stabil und du hier auch gar nicht an den engen Dingern vorbeikommen würdest. Das heißt, du isst schon freiwillig nicht so viel und vielleicht gesund, damit du nicht stirbst. Versteht ihr? Macht voll Sinn. Gut, aber das zu putzen wird. Haushälterin möchte ich ja auch nicht sein. Gehen beide Wege? Guck mal. What? I just bought it. Was? Das hast du so gekauft? Das hast du so gekauft? Ich dachte, das wäre scheiße. Hat er doch vorhin mal erwähnt. Und das war auch schon total vollgeschmiert. Kannst mir doch nicht sagen, dass er für ein Bild einen so ein Teil braucht. Ich meine, die Dinger sind wirklich nicht teuer, aber... Oha. Okay. Das sieht echt safe aus. Ich nehme alles zurück. War ich aber tatsächlich darauf vorbereitet. War im anderen Teil auch. Also im ersten. Das war nicht. Ja, dann, bleibe ich mal hier. Offensichtlich auch nicht. Sag ich ja. Also, ne, hast du Weihnachtsplätzchen gegessen, zack, hält die ganze Konstruktion nicht mehr. Ob es Spieler gibt, welche die Funktion der Weltscheibe nicht kennen, glaube ich. Tatsächlich glaube ich das. Mittlerweile sind wir halt alt. Die Kiddies heutzutage kennen tatsächlich keine Weltscheiben mehr. Zum Glück muss man ja nur Maustasten gedrückt halten. Jetzt habe ich Hunger, ja. You deserve this. All of it. All of it. Das haben sie drin gelassen. Schön, schön. Geil. I needed something to add the... How should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Mhm. Da habe ich du. Aber den Finger haben sie, also muss ich sagen, der war vorher schöner. Den hat er andersrum und dann konntest du richtig du. So. Wartet. So. Du. Hatte ich Spaß dran. Jetzt ist das nicht mehr ganz so effektiv. So. Du. Schade. Sammle 42 Flüstergegenstände, habe ich gerade übrigens gekriegt. Hä? Keine Ahnung, was ich alles gesammelt habe. So, aber schön, schön. Decke ist auch wieder ganz. So, da sind wir wieder. Das sind die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, ja? The thought alone that the most beautiful. Cool. Ist mir noch gar nicht aufgefallen.
I need to start practicing. Hm. Die heult aber irgendwo, ha? Huh? I can't remember the last. All I asked for. Ach, das sind die ganzen Sachen, die wir gefunden haben, sind jetzt hier verteilt. Das ist ja geil. Das ist echt gut gemacht. Ist mir echt nicht aufgefallen vorher. Hm? Hm. Okay. So, ist das immer noch privat? No, this is private. Okay. Wollt's ja nur wissen. Okay, wir haben echt wenig Bilder hier gefunden. Alright. Beziehungsweise Briefe. Obwohl, hier hängen auch noch. Ne, das sind nur die Rattenzeichnungen. Das sind die Gegenstände. Ach, die liegen hier auch nochmal drin? Oder wie? Oder was? Wieso heult die denn jetzt im Hintergrund? Versuch und Irrtum. Okay. So, wir malen mal, hä? Wir malen mal. Doch, doch. Sieht schon fast richtig aus. Und wir sind immer noch der Maler. Also nichts zurück auf dem Leuchtturm-Dingens. Kirchen. Und uns fehlt nur noch eine. Uns fehlt nur noch eine Tür. In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. Ja, ja, ich muss es beenden. So. Aber. So, jetzt habe ich Unterstützung. Wir spielen jetzt zusammen. Ne? Schau mal, da ist die Kamera, Schatz. Da ist die Kamera. Da musst du reingucken. Du willst ja nur das hier. Oh, fettlos! Fettlos! Oh mein Gott! Alles verschoben? Hallo? Ich muss erstmal mein Mikrofon wieder knirsch wieder anmachen. Oh! Autsch! Hundepfote! Müssen wir wieder Krallen schneiden. So, das müssen wir wieder lauter machen. So, mache ich das lauter. Ich muss das auch mal lauter machen für mich wieder. So. So. So, jetzt werde ich von Hund dran erinnert, dass ich nur noch eine halbe Stunde machen darf. Du legst dich dahin, ne? Du passt schön auf. Boah, ist der schwer geworden. Alter. Kein Schoßhund. So, mit der Handlung fortfahren. Ja, also sie wird immer schöner. Atemberaubend. Wie wir vorhin festgestellt haben, sie stinkt. Herr Lucky, jetzt gehangen mit gefangen. Du musst jetzt hier mitmachen. Sag doch mal. Sollen wir wirklich durch die Tür? In the end, what he needed was a sharp focus. He had to finish it. Ja, ja, wir finishen es ja. In any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent actions. In other words, don't do anything stupid. We still have a chance of winning this. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court order. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. A husband in mourning, a momentary lapse of reason, an overzealous bureaucrat. Trust me. This is our best option. Considering what you've been through lately, I'd say we have a good 50-50 chance of a good outcome.
But not if you keep trying to convince everyone that you've gone completely insane. No more outbursts, no more rambling. Better yet, no public appearances whatsoever. You could still get your daughter, though. Mhm, du kannst deine Tochter immer noch. Was denn? Was können wir denn mit der Tochter? Sweet home. Naja, home sweet home. Wunderschönes Home. So, putzel, putzel. Dear utterly despised traitor. Come, you turned on me in time of need. We'll worry about it later. Now you have your prize. Watch our demise. One last spectacle by a half-dead couple. A feast for your ears and eyes. Okay. Wunderschön. Wer hat das Sorgerecht bekommen? Der verrückte Maler? Die arme Tochter. Die arme Tochter. Was ist das denn? Streiten die sich oder machen die hier Knickknack und so? Die kann ich nicht anmachen. Also mittlerweile sieht das Haus aus wie von den Bakers. Hier könnte auch Evelyn rumgelatscht sein. Und übrigens, der Herr da vorne, könnten Sie sich jetzt bitte auch hinsetzen? Wir zocken hier. Unwahrscheinlich, der Brief klang nicht so. Mit dem Sorgerecht, meinst du? Auditorium is ready. Ah ja, ah ja. Ja. Okay, wieder fliegende Stühle. Wieder die Frage. Rechts, links. Geradeaus geht ja leider nicht. Was steht da? Fast fantasierend. Ist hier zu? Nein, hier ist offen. Okay, ich guck mal einmal hier kurz. Okay, es geht bei beiden Seiten weiter. Ah! Hallo? Hallo? Ich möchte gern wieder raus. Wo ist meine Tür? Meine Tür ist weg. Wären wir doch mal anders lang gegangen. Oh Mann, ey. Ich hätte es wissen müssen. Why would I need that? Are you insane? Ja, ja. Bist du? Bist du? Och Mann, ich wollte den anderen Weg jetzt gehen. Mensch. Oder können wir jetzt hier wieder raus? Kommen wir jetzt wieder in den Flur? Ja. Oh, gut. Oh, gut. Precious silverware. Naja, das könnte man aber mal wieder putzen. Aber ganz ehrlich, in dem Haus
weiß ich nicht, ob das Silber das Problem ist. Oh, Mann. June. Don't forget. Juni, 9. Juni, vergiss es nicht. Was stand da jetzt drauf? Habe ich nicht weitergelesen. Was ist denn am 9. Juni? So, muss früh aufstehen, daher verabschiede ich mich. Ach. Rat mal, wer noch. Aber schlaf schön, Kalle. Schlaf schön. Schön, dass ihr reingeredet seid. Oder du mit reingesprungen bist. Gott, das Haus wird wirklich immer schlimmer. Ich kann nicht ungeschehen gemacht werden. Es, nicht ich. Das finde ich tatsächlich cool, dass so Schriften mit der Lampe auf einmal da so und so. Ne? Just a little bit more and it will be finished. Okay. Finish. Ja. So sehen auch meine Post-its aus. Mach mal fertig. Nothing will stop me from finishing it. Find it in yourself and finish it. Mhm. Finish. Just finish it. Finish. Okay. 10.000 Gegenstände gefunden. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Trophäe dafür. Schade. I always strive to be the best friend I can to you. I still do when I say, I won't come to this event of yours. And I think you should just abandon this idea. There will be no closure, only pain. On the other hand, it seems it's the only thing you're interested in lately. Mhm. Der Thomas. Der Thomas, unser bester Freund, kommt nicht zu der Ausstellung, Aufführung. Finde ich ja traurig. Ja. Stück Tapete. Sehr schön. Ich lurke hier eben unterm Bildschirm. Einfach nicht beachten. Kurz am Ofen. Was macht ihr alle? Wieso legst du dich unterm Bildschirm? Dark, warum? Boah, sag mal ganz ehrlich, es sieht wieder mega hammergeil aus. Ich glaube, das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Aber mir gefällt das echt, was die hier gemacht haben. Klatsch. Nu? Hat das irgendwas gebracht? Hat das irgendwas gebracht? Normal kriegen wir doch da was für. Tapetenstück wenigstens. Okay, das sieht jetzt hier richtig matschig aus. Aber wenigstens geht das Licht an. Sie beobachten mich. Ja. Ich glaub, Junge, du bist in der Gummizelle. Da wird man schon mal beobachtet. Right. Just one more can and be ready. Look at you. Who's a dead boy? Who's a dead boy? You are. Okay. Jetzt. Jetzt wird er richtig, richtig seltsam, der Maler. Aber so richtig.
es das gemacht? Nee, hat es nicht, ne? War nicht richtig drauf. Und Tapete, seht ihr? Mich wundert's, dass da vorne keine Tapete gab. Okay. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Okay. Ich finde den sowas von aggressiv, den Typen, ne?